Willkommen zurück zur letzten Folge von Coinflip und ich habe ja gesagt, ich werde in der letzten Folge noch für das Geld, das ich mit den einzelnen Folgen gemacht habe, dieses Geld investieren in Packs von Goblins gegen Gnomen. Es ist endlich released. Es ist der Abend des Releases sozusagen, oder die Nacht, besser gesagt, das kam erst so gegen 11. Und hier kriegen wir erstmal unsere drei Gratis-Packs. Und dann habe ich noch insgesamt noch ein bisschen mehr angespart, das seht ihr da. 1900, und das heißt, wir können uns, wenn ich es richtig gerechnet habe, ist ja auch nicht so schwierig, 19 Packs kaufen. Die richtigen auswählen und es hoffentlich hinbekommen, dass... Ich hoffe, es funktioniert. Ja, es funktioniert sehr gut. So, nachdem wir uns jetzt nach einem kleinen Schnitt die Packungen gekauft haben, also ein kleiner Schnitt, jetzt ist der Folgetag 9.42 Uhr schon, ihr könnt sehen, wollen wir den jetzt natürlich noch kurz öffnen. Wir fangen hier direkt mal an und... Oh, kein Legendary. Das ist ja auch traurig. Einäugiger Schwindler, Ogerschläger, mechanischer Yeti, der ist cool. Mechwarper, der ist auch cool. Und der Pfützenstampfer. Naja. Die Schuldenkarte taugt nicht viel. Komm schon, irgendwas Cooles. Selten. Ah, immerhin die Schamanenwaffe, die ist ganz cool. Der Seebär. Selten. Ah. Selten. Stabiles Portal, auch nochmal was Seltenes. Begleiter rufen. Ah, cool. Selten. Naja, ist auch nicht so ganz die große Auswahl, Ausbeute bisher. Zweimal das blöde, die Glavizuka. Mörderische Rostlaue, Kampfschrei, verleiht einem Freundin Mech plus 2 plus 2. Krieger spiele ich jetzt nicht so oft, das muss ich sagen. Das ist mir so das Deck, in dem ich alle Karten mal zauber, wenn ich sie kriege. Vielleicht kann sich das ja auch nochmal die Glavizuka. Ja, super. Nochmal Siegel des Lichts, ja. Mystikerin von Kesan, die finde ich jetzt auch nicht so besonders gut. Knistern, nein. Mir ist gerade eine Katze auf die Schulter gesprungen. Oh, der abgeschirmte Minibot ist ziemlich cool. Schwebender Beobachter, auch der ist ziemlich cool. Nochmal ein Minibot, cool. Antiker Heilbot, naja, ist auch nicht schlecht. Oh, schön. Gut, ich muss hier gerade mit einer Katze kämpfen während her, deswegen ist das hier so ein bisschen verzögert. Ja, komm, leg dich hin und sei brav. Ogerschläger, den finde ich irgendwie ganz cool. Ich weiß, dass den irgendwie niemand mag, aber ich finde ihn ganz cool. Mechbärkatze. Fügt eure Hand jedes Mal einen Ersatzteil hinzu, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Das ist auch nicht schlecht, ne? Die Druidenkarte. Weil die Ersatzteile, die sind zwar nicht viel wert, aber ich meine, für 6 Mana ein 7-6er und der dann auch noch ein Ersatzteil mal hinzufügt, mindestens 1. Im Idealfall 2 oder 3. What? Legendary! Handelsprinz Gallivix. Jedes Mal, wenn euer Gegner einen Zauber wirkt, erhaltet ihr eine Kopie davon und gebt ihm eine Münze. Das ist ziemlich cool. Ah, das ist schon ziemlich cool. Muss ich mal wieder Schurke spielen, Control Rogue oder sowas vielleicht. Nochmal Begleiter rufen. Die Dunkelbombe, den abgeschirmten Minibot zum dritten Mal und die schwebenden Beobachter, den mag ich auch sehr gern. Ich finde den ziemlich stark. Ich habe den in der Arena schon gespielt und der war schon richtig cool. Episch! Totstellen! Geil! Golden und gewöhnlich. Golden und gewöhnlich. Ogerschläger. Und nochmal eine epische. Episch. Baum des Lebens. Na gut, die mag ich jetzt nicht so sehr. Selten. Ruf zu den Waffen. Master for Battle. Cool. Auch eine coole Karte. Oh, keine Stelle. Selten. Nochmal die mörderische Rostlaube. Oh, die Mikromaschine. Die ist extrem stark, Leute. Würde ich in der... Also ich habe die in der Arena gespielt und die hat mich so oft... zum Sieg gebracht. Selten! Selten! Nochmal selten. Berufsspeier. Ach, das ist die Magier. Plus 1. Ja.
Spell Damage, das ist quasi der Ogre Mage. Oder der, was ist der kleine mit du nicht nehmen kannst? Ich weiß es nicht. Golden und selten. Puh, nochmal ein Rußspeier. Cool. Den will ich auf jeden Fall dissen. Splittersteintrock. Naja, gut. Goblin Sprengmagier. Baumblauber. Cool. Der ist ziemlich cool. Von einer befreundeten mich plus 4 Leben. Priester. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist sogar ziemlich cool eigentlich. Aber ich will kein Priester spielen. Das ist fair. Episch. Dunkle Einflüsterin Druide. Naja, gut. Die finde ich sehr so. Aber in einem Token Deck kann die ganz cool sein, vielleicht. Na, 5 Wisps. Die nicht vermutet werden und du hast halt Savage Shore auf der Hand, dann ist das schon ziemlich geil. Licht der Naru, nochmal den schwebenden Beobachter, nochmal den Schwebenden. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. Nochmal eine Micro Machine, das ist ziemlich cool. Ich muss hier eigentlich erstmal wieder gucken. Blau. Die anderen alle nix. Oh, das ist traurig. Nochmal die Klavisuka, na, die habe ich jetzt ein paar Mal, 5 Mal glaube ich. Begleiter rufen habe ich jetzt auch schon zum 3. Mal. Komm schon, nochmal Legendary. Nein. Ah, schade. 5 Kartenpacks haben wir noch. Ich will noch Legendary. Sonst muss ich jetzt immer Rogue spielen. Na gut, immer nicht. Oh, nochmal den schwebenden Beobachter. Selten. Und nochmal den abgeschirmten Minibot. Golden und selten. Oh, die goldene Zielattrappe. Die wird 100% nicht gelistet. Blau. 2 blaue immerhin. Explosives Schaf. Nochmal der Minibot. Der Druide des Giftzahns. Der ist ganz cool eigentlich. Selten. Einäugiger Schwindler ist ein richtig großer Scheiß, glaube ich. Und der eiserne Sensei. Cool, eine Schurkenkarte. Denn mein Schurkendeck wächst, ihr merkt's. Legendary! Komm schon. Legendary. Nein. Nochmal der Mechwarper ein paar Mal. Der Koboldwächter von Paladin finde ich eher schwach. Nichts. Selten! Baumblauer, Goblin-Sprengmagier und Knistern, nochmal der abgeschirmte Minibot. Und der Druide des Giftzahns. Und ein letztes Päckchen haben wir noch. Legendary! Nein. Noch schade. Selten! Ganz normales Päckchen. Mechbergkatze wieder. Ja, okay. So, und das war's schon wieder mit der letzten Folge von Coin Flip. Und ich werde mir jetzt ein paar schöne Decks basteln und demnächst vielleicht auch mal hier ein, zwei Folgen damit spielen oder so, muss ich mal schauen, je nachdem wie es läuft. Und wir sehen uns wieder demnächst oder in The Walking Dead oder in This War of Mine, die laufen ja gerade. Und ich würde sagen, bis dahin Leute, macht's gut, tschüss. Hearthstone, Heroes of Warcraft.